Mein Name ist Freddy. Man braucht nicht viele Freunde. Es genügen ein paar richtige. Jagd ist Freundschaft. Wen würdest du mitten in der Nacht bei strömenden Regen anrufen, um Hilfe zu bitten? Beziehungsweise, wer wird überhaupt ans Telefon rangehen? Genau das zeichnet Jagdfreunde aus. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, hilfsbereit, an jedem Ort. Wir sind eine Gemeinschaft. Zusammen ein Revier zu bewirtschaften, das macht Sinn. Alleine ist man da draußen aufgeschmissen. Es gibt so viele Sachen und so viel Arbeiten. Du brauchst Menschen, auf die du dich verlassen kannst, um nachhaltig und erfolgreich ein Revier zu gestalten, um die natürliche Fauna und Flora zu beschützen. In Zeiten des Klimawandels ist die Arbeit des Jägers unverzichtbar. Nur ein starker und gesunder Wald kann die ökologische Vielfalt erhalten. Das erfordert Augenmaß und Gespür für das Ökosystem. Die richtige Bejagungsstrategie auszuwählen, oft nicht einfach. Im Kollektiv, mit unserer gemeinsamen Kraft, können wir dieses Ziel erreichen. Teamwork, auch das steht bei der Jagd an erster Stelle. Wissen, Erfahrung, untereinander austauschen, das bringt uns weiter. Denn eins sollte uns bewusst sein, vier Augen sind besser als zwei. Ja, den finde ich gut. Hier stehen wir. Der passt, den würde ich nehmen. Eine erfolgreiche Drückjagd steht und fällt mit ihrer Organisation. Die Vorbereitungen sind mit viel Fleiß und Arbeit verbunden. Helfende Hände unerlässlich. Alles muss stimmen und passen, um Sicherheit zu gewährleisten. Das Maß der Dinge. Auch unsere Hunde müssen geschützt sein. Hallo, moin. Genau deswegen trägt Spencer eine Schutzweste. Denn Spencer ist nicht nur mein Hund, sondern auch mein Freund. Und auf Freunde passt man auf. Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn er mit sauren Schutzweste stöbert. Denn genau dann können wir uns beide voll und ganz auf unsere Arbeit konzentrieren. Am Tag der Drückjagd müssen wir alle an einem Strang ziehen. Jäger, Treiber, Hunde, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Neid hat hier nichts zu suchen. Gemeinsam sind wir stark. Der Einzelne zählt hier nicht. Wer das nicht lebt, wird die Jagd und den Spirit nie in voller Kraft erleben. Klar mache ich gerne Beute, liegt das Jagdglück, aber bei meinen Freunden freue ich mich genauso. Ende des Tages hatten wir zusammen den Erfolg. Hier draußen entstehen Geschichten, die das Leben schreibt. Der Stoff, aus dem Freundschaften gemacht werden. Eine Leidenschaft, die vereint. Die unvergesslichen Erlebnisse machen für mich den Reiz der Jagd aus. Immer bereit für deine Freunde einzustehen, alles zu geben. Bei Wind und Wetter bedingungslos. Die schönsten Zeiten im Leben sind die kleinen Momente, in denen du spürst, dass du deine Zeit mit den richtigen Menschen verbringst. Man braucht nicht viele Freunde. Es genügen ein paar richtige. Jagd ist Freundschaft.